Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Video und zwar, das ist ein Video, schlau, ne? Habe ich meine Maskensammlung einmal zusammengesucht und sortiert und möchte sie dir einfach mal zeigen. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab muss ich sagen, es ist eine Sammlung. Das heißt, natürlich ist es zu viel. Natürlich habe ich nur ein Gesicht und natürlich, ja, ist mir durchaus bewusst, dass es nicht handelsübliche Mengen sind, die ich habe. Aber ganz ehrlich, es ist einfach eine Sammlung. Und es macht ja auch keinem niemand macht so Leuten einen Vorwurf, die Gartenzwerge sammeln oder die Puppen sammeln oder keine Ahnung, sagt ja auch keiner, oh mein Gott, das ist viel zu viel. Solange es niemandem im Weg ist, sollte es eigentlich kein Problem sein und von daher, es ist nun mal meine Sammlung und ich benutze sie ja auch, wie ihr ja in meinen Maskenvideos auch immer wieder seht und auf Instagram, wenn ihr mir da folgen möchtet, ich heiße da übrigens AiduWhitePe, ich schreibe dir das mal hin, Claudia rückwärts und dann P hinten dran, dann nutze ich die ja auch. Also von daher, macht euch einfach keine Sorgen um mich. Es ist alles gut. Ich habe einfach unheimlich gerne Masken und Kosmetik und Beauty. Und das ist einfach mein Hobby. Los geht's! Ich fange einfach mal an mit der Maske von Judith Williams. Die werde ich auch in meinem nächsten Maskenvideo mit euch zusammen testen, weil das wird ein Auf-Schmier-Maskenvideo. Das wäre eine super Bezeichnung, ein super Titel, ne? Nein, also das ist eine goldene Gesichtsmaske, die hat halt Judith Williams rausgebracht. Und die soll straffen, die habe ich im Sale für 4,95 ergattert. Ja, steht halt noch drauf, ne? Hat mal 8,95 gekostet, läuft Limited Edition. Die Golden Star Gesichtsmaske gibt deiner Haut Power und Straffung in jeder Lebenslage. Du bist die Heldin in deinem Alltag. Ja, sowas fixt mich an, deswegen habe ich das hier und ich finde sowas einfach auch sehr hübsch in der Sammlung. Aus meinem Douglas Adventskalender habe ich hier auch noch ein paar Masken oder aus meinen zwei Douglas Adventskalendern. Und zwar habe ich hier einmal die Moisturizing Night Mask, die man quasi über Nacht drauf lässt. Dann habe ich hier die Detox Clay Purifying Exfoliation Mask, auch in so einem kleinen Sachet. Und dann hier nochmal die Energize Moringa Extract Re-Energizing Comfort Mask für gestresste Haut. So, dann auch aus dem Douglas Adventskalender habe ich hier einmal die Tonifying Face Mask mit Green Clay. Das wird wahrscheinlich das Gesicht klären, wenn ich das so sehe. Belebende Maske, genau, ja, belebt die Haut, ne? Kann man auch mal gebrauchen, weil manchmal hast du müde Haut, gerade wenn, ich sag's irgendwie in jedem Video, ne? Gerade bei diesen Temperaturen im Winter mit der Heizungsluft und so, kann man sowas auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Da freue ich mich drauf. Ich finde es auch cool, dass es in so einem Tübchen drin ist. Genauso wie die Detox Mask mit Kohle. Und die wollte ich auch auf jeden Fall ausprobieren und das ist einfach eine Detox Mask. Ja. Auch mit in den Adventskalendern waren diese Sachets hier. Da habe ich hier einmal drin die Nourishing Mask. Das ist quasi das gelbe Sachet. Und das ist einfach eine reichhaltige Maske, die wahrscheinlich einfach dein Gesicht pflegen soll. Dann habe ich hier die Instant Radiance Mask, strahlend schöner Teint. Das ist auch mal ganz nett. Das ist wahrscheinlich genauso wie eine belebende Maske, aber werde ich ja alles ausprobieren. Dann die Anti-Aging Mask. Ja, ne, Leute, 29 und so. Ich sag's immer wieder. Ich sag immer wieder, dass ich es immer wieder sage. Dann habe ich hier noch die Hydrating Mask, also die feuchtigkeitsspendende Maske. Genau, und das sind die Produkte, die ich aus meinen Douglas Adventskalendern habe. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich hier Korean Skin Care Rituals. Das ist ein Good Night Repair Pack. Da kannst du verschiedene Masken machen. Das ist nicht nur für die Haut, sondern das ist tatsächlich alles für die Haut. Das ist quasi erst Cleaning Wipes, also Reinigungspads, dann eine Tuchmaske und dann eine Crememaske. Ich weiß nicht, ob man das alles nacheinander benutzen soll. Das habe ich echt noch nicht ausprobiert und das wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Genauso wie hier auch Korean Skincare Rituals, das ist von Pretty and Fresh, das ist auch irgendwie eine ganz tolle Marke. Da hast du auch die drei Schritte, Reinigungspads, Tuchmaske und noch eine Tuchmaske. Finde ich auch ganz interessant, also dass man wirklich da komplett drei
verschiedene Masken sich drauf macht und nachher hat man eine Haut wie sonst was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich darüber vielleicht sogar ein ganz eigenes Video drehen werde oder ob ich darüber eine Instagram-Story mache. Da muss ich mal gucken, wie ich da so Bock drauf habe. Genau, also mit grünem Tee ist die eine, dann die andere mit Bambus und dann mit Kiwi-Mint. Ich glaube, das ist eher was für den Sommer. Genau, und die andere war mit Lavendel, mit Blaubeere und mit Orchidee. Ich bin einfach gespannt drauf. Und ich bin immer auf meine ganzen Masken gespannt. Und ich freue mich dann immer so, wenn ich die mit euch zusammen austesten kann. So, dann habe ich hier noch zwei Masken, die vom Action sind. Das sind so, ja, Designmasken, sage ich mal. Auch Tuchmasken. Das ist einfach so eine, ich glaube, das ist alles. Deeply cleanses, refreshes and softens your skin. Okay, das ist quasi so eine Reinigungsmaske. Dann habe ich hier Refreshes and Soothes Your Tired Skin. Ja, ne, das ist dann eine Feuchtigkeitsmaske. So, weiter geht es mit drei Masken, die ich mir auch gerade erst geholt habe. Das Video hier oben, verlinke ich euch das mal, war mein Douglas Haul. Und zwar ist das die, sind das die drei Masken von Facial Mask. Einmal habe ich hier Unicorn Glow. Also ich meine, ne, anhand der Masken sieht man auch immer wieder, was für ein Verpackungsopfer ich bin. Dann habe ich hier Dekadenz. Oh, da freue ich mich drauf, ne? Nach Blaubeermuffin riecht das dann fast schon. Oder Blaubeer-Schokomuffin. No. Und das hier ist Dream Skin. Und das soll klären und durchfeuchten. Dann habe ich hier zwei Masken von Bio Vegan. Auch die habe ich noch nicht ausprobiert und bin unheimlich gespannt drauf. Einmal die Maske für für Tuchhaut, genau. Einmal die Maske für Mischhaut und einmal die Maske für empfindliche Haut. Ja, ich weiß nicht, soll dann wahrscheinlich einfach pflegen. Weiß ich nicht, was steht denn da drauf? Die soll besänftigen, die soll leichte Rötungen mildern, schuppige Stellen pflegen, glätten, die Haut ausgleichen und vital und gesund erscheinen lassen. Und bei der lila Maske, die soll das Hautbild verfeinern, die Porengröße minimieren und Hautglanz mindern und Feuchtigkeit spenden. Und den Teint ebenmäßig ausgeglichen und verfeinert erscheinen lassen. Das sind ja krasse Versprechungen, also abwarten. Selbstverständlich habe ich auch die Disney-Tuchmaske. Das hier ist die weiße Edition mit Verwöhnformel für deine Haut. Verwöhnende Tuchmaske mit Mandelöl und Panthenol. Ja, ne? Verpackungsopfer und pflegt hoffentlich. Dann habe ich hier von Nuvos die Heilerde-Maske. Das ist eine Reinigungsmaske. Als nächstes habe ich hier zwei Masken von Origins. Da habe ich einmal die Overnight Mask. Das ist so eine kleinere Tube, wobei die halt auch echt reicht, ne? Mit 15 Milliliter ist das echt ganz schön viel. Das hatte ich auch in einem Adventskalender drin, glaube ich. Und die soll Nachtmaske zur Durststillung der Haut. Meine Kerze eskaliert. Ja, läuft. Und dann habe ich hier noch eine ja, Maske mit Charcoal, mit Aktivkohle. Und die soll dann einfach klären. Ja, das ist auch eine ziemlich große Größe. Ne? Alles wird ausprobiert. Bei Overnight-Masken bin ich ja nach wie vor immer sehr skeptisch, aber wir gucken uns das einfach mal zusammen in Ruhe an. Dann habe ich hier von Sand and Sky eine Australian Pink Clay Porenverfeinende Maske. So. Auch die natürlich. Adventskalender, Leute, ne? Don't hate me. Und dann habe ich hier von Glamglow eine Maske und ich habe noch nicht so wirklich eine Ahnung davon, was sie genau machen soll. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Gravity Matte Firming Treatment Masque Soin Raffermissant. Okay, das war dann eine französische Geschichte noch. Also Gravity Matte Firming Treatment. Gravitationsschlamm? Okay, wir gucken uns das an. Wahrscheinlich ist sie lila. So, auch hier nochmal eine aus einem Adventskalender und zwar von Detox, eine Peel-Off-Mask mit Aktivkohle. Au, hoffe ich, weiß ich, denke ich. Hoffe ich nicht. Nee, also mal gucken. Ne? Detox. Peel off, ah. Eine komplette Maskenwoche mit Peel-off-Masken wird es nicht geben, weil das ist für die Haut extrem ungut. Das darf man auch nicht machen. Dann habe ich hier von Flora Mare, die hatte ich mal in einem Trash-Paket drin tatsächlich, eine Cleopatra-Maske.
Und die ist mit Honigextrakt, Shea-Butter und Kaolin. Ja, also packungstechnisch sieht das echt nicht hübsch aus, aber ich denke, dass die ziemlich geil riechen wird und hoffentlich pflegen wird. Dann habe ich hier noch eine reinigende Maske mit Aktivkohle. Mit Aktivkohle, das haben sie alle irgendwie, ne? Von Alverde. Das ist meine Naturkosmetik, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, dann habe ich hier noch von Venus eine Venus. Ich glaube, das heißt Venus tatsächlich, oder? Eine Purifying Mask und das soll einfach das Hautbild verfeinern. Dann habe ich hier die Egg Cream Mask in der Richtung Pore Tightening Vinegar and Egg Yolk Extract. Also mit Essig tatsächlich. Ja, zur Porenverfeinerung, da bin ich auch mal gespannt. Dann habe ich hier von Goat Milk oder nee, von Garden Love. Wie heißt denn die Marke? Ich glaube, das ist Garden Love. Oder? Ich glaube schon. Und die ist halt mit Ziegenmilch. Und da bin ich auf den Geruch extrem gespannt. Dann habe ich hier noch die obligatorischen Lovely Face Masken, die ich immer noch nicht ausprobiert habe. Mit Manuka Honig. Also muss ich tatsächlich mal machen. Von Paola Maria. Die gibt es ja echt schon eine ganze Weile, diese Maske. Ne? Ich hoffe, die ist noch gut. Steht jetzt kein MHD-Datum drauf, ich gehe da mal von aus. Da habe ich auch manchmal ein bisschen Angst vor, ne, dass meine Produkte dann doch irgendwie ablaufen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Dann habe ich hier von Biodroga eine Maske und zwar mit weißem Trüffel. Ich hatte mal eine von Biodroga getestet und war nicht so begeistert davon, die hat mir nicht so gut gefallen. Mal gucken, ob die besser ist. Also das ist jetzt mit Anti-Age und soll Instant Beauty geben. Und die ist pink oder rosa oder altrosa oder rosigold. Ja. Apropos Rose, habe ich hier eine Rose Slice Mask von Kokostar. Genau, was die jetzt genau machen soll. Die Gesichtsmaske fördert die Regeneration der Haut und hinterlässt ein samt weiches Gefühl. Ja, bin ich gespannt. Ich bin ja eigentlich nicht so Fan von diesen Slice Masken, aber ist mal ganz interessant. Dann habe ich hier noch so eine koreanische und zwar Refreshing Panda Face Sheet Mask with Apple. Und da sieht man aus wie ein Panda. Finde ich süß. Ja. Ja, die soll dann einfach refreshen. Sprich, erfrischen. Meine Kerze eskaliert ein bisschen. Ah, ich mache mal eben eine neue Kerze rein. So, neue Kerze ist am Start. Wir können weitermachen. Dann habe ich hier noch drin von 111 Skin. Harley St. London, eine Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Da bin ich auch extrem gespannt drauf. Ich glaube, die hatte ich sogar in meinem ASOS Adventskalender, weiß ich gerade aber auch nicht mehr. Jo. Und das ist halt eine extrem gute Feuchtigkeitsmaske angeblich. Die war auch echt nicht billig, beziehungsweise die sollen nicht unbedingt billig sein. Och, wir sind doch schon fast fertig. Geht so, ne? Ja, okay. Dann fange ich einfach mal an mit meinen Garnier-Masken. Und zwar habe ich mir ja zum einen in meinem Amazon-Haul, den ich dir hier mal verlinke, dieses Maskenset gekauft. Da sind einfach alle 7 Stück drin. Ja, und deswegen, ne, da hat man einmal alle zusammen. Und ein paar davon habe ich ja auch schon ausgetestet. Aber ein paar davon sind neu für mich und die wollte ich dann auf jeden Fall die eine oder andere mit euch zusammen mal austesten. Aber jetzt gerade habe ich ja mein Tuchmaskenvideo gedreht, deswegen wird es ein bisschen dauern, bis ich die benutzen kann. Dann habe ich hier noch eine Garnier Skin Active Vulkangestein und Tonerde Maske. Also das ist dann auch so eine reinigende Maske und wa dann wahrscheinlich auch so in so einem, ja, ne, Rot irgendwas. Und ja, das gucken wir mal an. Da werden die Poren minimiert und so, ja, genau. Und dann habe ich hier mal in der Zeitschrift drin gehabt, ein Aloe Water Balm von Garnier Skin Active. Und auch das kannst du als Maske verwenden, deswegen liegt es auch bei meinen Masken. Und das wollte ich auch als Maske verwenden. Da bin ich gespannt und ich hoffe nicht, dass es krümelt. Ja, will ich nicht. Und das ist so eine 3-Minuten-Maske. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Soll einen aufpolsternden Effekt haben. Und ja, gucken wir mal. So, dann habe ich hier drin so ein Set von Hey Organic. Das sind 3 verschiedene Typchen und die gibt man sich auf die verschiedenen Zonen des Gesichtes auf und ja, das soll dann halt optimal pflegen. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Essensmasken und zwar zum einen die Maske, die ich mir auch hier oben in meinem DM-Haul gekauft habe, Into the Snow Glow. Das ist diese hier in so einem schönen Tübchen.
Ja, Glitter-Peel-Off-Maske, eine Peel-Off-Maske, die hoffentlich nicht allzu weh tut. Und die soll Feuchtigkeit spenden, was ich bei einer Peel-Off-Maske interessant finde. Und für eine geschmeidige Haut sorgen. Ja, geschmeidige Haut kann ich mir vorstellen. Feuchtigkeit bei einer Peel-Off-Maske sehe ich eher kritisch. Dann habe ich hier von Essence noch zwei weitere Masken. Und zwar zum einen die Prime and Last Daily. Keine Ahnung, was da steht, weil da ein Sonderpreisaufkleber drauf ist. Das ist eine Bubble Sheet Mask. Und die soll das Gesicht klären und mit Feuchtigkeit versorgen. Ich habe Bock auf Bubble Masks. Ich hatte schon mal eine von Amazon und die war echt witzig. Ich verlinke euch die auch unten mal in der Infobox. Also wirklich, das war so ein Pöttchen und die hat ewig gehalten. Die war echt witzig. Man musste nur aufpassen, dass du die auf jeden Fall mit Pinsel aufträgst. Ansonsten hat die schon an den Fingern angefangen zu schäumen und ach, Riesensauerei, aber witzig. Dann habe ich hier von Essence Time to Wake Up ein Face Sheet Mask und auch die soll Feuchtigkeit spenden. Jo, ne? Auch diese Maske habe ich euch in meinem letzten Douglas Haul gezeigt. Das ist von Ella Juice oder LA Juice, so eine Maske zum selber zusammenmixen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich hole mir auch noch so ein paar Ideen, dass ich vielleicht auch aus Haushaltsmittelchen Masken machen kann und dann zusätzlich auch solche vorgemischten Masken verwende. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was besser ist. Haushalt oder kaufbare Masken. Nennt man das so? Kaufbar? So, dann habe ich hier noch ein bisschen was von Face Love. Ich mag Face Love. Zum einen habe ich hier On Tuesdays We Wear Pink. Das ist so ein ja, Rausquetschi. Sieht ein bisschen aus wie so ein Smoothie-Quetschi. Achso, was soll das eigentlich machen? Das ist eine Rubber Peel-Off Mask. Was auch immer das heißt. Mit Activated Pink, Rose und Strawberry. Also mit Erdbeere und Rose. Ich denke, das ist Pfingstrose dann. Und die soll der Haut ein seidig glattes Hautgefühl geben, eine sanfte Verfeinerung geben und das Hautbild verfeinern und geschmeidig machen. Mal schauen. Zwei andere von Face Love habe ich hier auch noch. Natürlich Motivmasken. Auch die habe ich euch in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Das ist diese Pinguinmaske und die soll die Haut in Feuchtigkeit versorgen. Und diese Maske ist eine Black Panther-Maske. Die soll die Poren verfeinern. Und ist mit Aktivkohle und klären. Jo. So, dann habe ich hier, ich glaube auch von Action, eine Bubble Mask. Auch die schäumt dann auf dem Gesicht auf oder soll es zumindest machen. Ich weiß nicht, ob das quasi Creme ist oder ob das auch eine Tuchmaske ist. Bin ich gespannt drauf, werde ich auftragen, austesten. Genau, und auch die soll entsprechend die Haut klären und boost your skin. Meine Haut boost. Explodieren lassen? Aufpolstern, glaube ich, ne? Explodieren lassen wäre, glaube ich, nicht das beste Werbeversprechen. Hey, kauf diese Maske, dein Gesicht wird explodieren. Yay! Nein. So, hier habe ich ein paar Balea-Masken. Das sind wirklich nicht allzu viele. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mehr. Zum einen hier eine wärmende Gesichtsmaske. Die finde ich ganz gut. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal ausgetestet. Ja. Mit Salicylsäure und Zink. Dann eine Gesichtsmaske mit Algenextrakt bei trockener Haut, die dann halt quasi entsprechend die Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll. Dann habe ich hier auch noch die Vanilla Chai und Kürbismaske. Wohltuende Pflege mit Kürbisextrakt und Vanilleduft. Ich liebe Vanilleduft. Und die soll dann halt entspannt wirken. Das sind so Crememasken alles übrigens gewesen. Auch von Balea habe ich so ein Multi-Masking, dass du halt zwei verschiedene Sachets für zwei verschiedene Haut. Region hast, wie man hier oben das auch farblich sehen kann. Und ja, das ist dann mit bunten Tonerden und es wird pflegen und reinigen. Hoffentlich. So, dann habe ich hier noch eine komplett reinigende Maske. Das klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink und ist porenverfeinernd und mattierend. Dann habe ich hier die Tuchmaske Lucky Moments. Die soll Feuchtigkeit spenden und gut riechen. Ich hoffe, dass alle Masken gut riechen, ansonsten drehe ich doch am Schlappen, wenn ich das eine Viertelstunde auf dem Gesicht habe. Dann habe ich noch die Beauty-Effekt-Tuchmaske für ein frisches und sichtbar geglättetes Hautbild mit Aufpolstereffekt und Hyaluronsäure. Jo, entweder hast du irgendwo Hyaluronsäure drin oder Aktivkohle, gefühlt. So, ein paar Schäbensmasken habe ich auch noch.
Und da habe ich einmal die Augen- und Lippenmaske, die fülle ich mir ganz gerne in ein Pöttchen um und benutze sie dann quasi über Nacht als Augencreme. Das ist ganz angenehm. Ja, ne? Ist ganz gut. Dann habe ich hier noch die Luxusmaske mit Gold. Aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Huh, wenn ich da wirklich ein goldes Gesicht habe, ich stehe auf sowas, ne? Dann habe ich hier noch eine Multi-Effekt-Maske. Und zwar ist die reinigend, porenverfeinernd und regenerierend für Augen, Wangen und T-Zone unterschiedliche Sachets. Also es sind wirklich drei Sachets. Und das Witzige finde ich, und das steht hier unten, die ist mit Heilkreide, Himbeere und Lakritz. Lakritz und ich sind jetzt nicht so die besten Freunde, aber wir gucken mal, wie das sich dann auf der Haut verhält. Ich denke, dass dann das Dunkle das Lakritz sein wird. Ja, schauen wir mal. Auch das ist so eine Multi-Masking-Maske. Die ist aber komplett mit Aktivkohle. Das, ja, finde ich auch ganz cool. Reinigt tiefenwirksam, beugt Unreinheiten vor und reduziert den Hautglanz. Ich denke, sowas ist ganz gut im Sommer. Und die letzte Maske, die ich hier von Shelms habe, ist die Todesmeermaske. Die klassische, würde ich mal so sagen. Hier steht auch drauf die Nummer 1 und die reinigt halt die Haut. Ja. So, weiter geht's im Text. Und zwar habe ich hier von CV Young eine Mousse-Schokolade-Maske mit Kakaobutter und Panthenol. Nom, nom. Ja, das soll seidenweiche und geschmeidige Haut machen. Ist einfach hübsch, ne? Es ist einfach hübsch. Dann habe ich hier von Bioré die Aktivkohlemaske. Auch die habe ich schon mal mit euch zusammen getestet. Die wird richtig geil warm. Die ist echt toll. Die kann ich jedem wirklich empfehlen. Die hatte ich mal in der Box drin. Also dieses komplette Päckchen. Und ich, boah, ne, finde die echt gut. Dann habe ich hier eine Peel-of-Gold-Mask. Und ja, die soll entsprechend pflegen, tiefenreinigen und Anti-Aging-Wirkung haben. Und die kommt vom Action. Die hatte ich auch schon mal mit euch getestet. Die ist geil. Die ist echt geil. Und die ist Gold. Ist echt gut. So, auch mal wieder im Sale für 4,95 habe ich hier ergattert ein Multi-Masking-Set von L'Oreal. Das ist auch, ja, drei verschiedene Sachen für drei verschiedene Zonen. Und das erinnert mich extrem an die von Shelms. Ja, das ist eine klärende Maske, eine Detox-Maske und eine Peeling-Maske. Und hier steht halt auch genau, wo du was auftragen solltest, damit es halt den besten Effekt gibt. Auch das werde ich austesten. So, dann habe ich hier von Youty die Blackhead Peel-Off Mask. Die ist hautverfeinernd und tiefenreinigend. Das ist eine Gesichtsmaske. Die hatte ich in einem Tauschpaket drin. Mega krass. Also das muss ich wirklich nochmal ausprobieren. Und ja, bin ganz gespannt drauf, wie viel es mir aus meiner Haut rausreißen wird. Das ist irgendwie ekelhaft, oder? So, dann habe ich hier von Rituals The Wonder Mask. Das ist auch wieder eine Maske zum Anrühren. Und ja, das kommt halt in meine DIY-Maskenreihe mit rein. Und ja, die ist auch wieder mit Charcoal, also mit Aktivkohle und mit schwarzem Schlamm. Und die soll einfach reinigen. Da gucken wir einfach mal. Und da habe ich natürlich noch den Spatel zu. Kommen wir zu Isana. Da habe ich auch ein bisschen was von. Und zwar zum einen die Hydro Booster Maske. Das ist eine Crememaske, zwei Sachets. Dann habe ich hier die Isana Todesmeermaske, Porentiefe Reinigung klärend, Todesmeersalz und Tonerde für normale und unreine Haut. Das nimmt man ganz gerne bei Pickeln. So, ne? Erdbeerwochentechnisch kann man das ganz gut verwenden. Und hier nochmal die Isana Antifaltenmaske mit Q10, straffende Pflege, Anti-Aging, Protect-Komplex. Ja, läuft, ne? So, dann habe ich hier eine Limited Edition, die finde ich ganz interessant, eine Tokio Tuchmaske mit sofort frische Kick, 24 Stunden Hydro-Intensiv-Effekt mit Aloe Vera. Ja, das ist eine Tuchmaske und die wollte ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin ich wirklich gespannt drauf. Und hier habe ich die Isana Young, sagt es nicht meiner Haut, Hydrogel Lace Look Maske mit Hyaluronsäure und schwarzem Spitzendesign. Das ist dann so, ja, das Pendant zu der Balea-Maske. Da habe ich, glaube ich, die weiße mit euch mal ausgetestet. Und ja, das ist eine Hydrogelmaske, die so ein Spitzendesign hat. Und mal schauen, was die so macht mit meinem Gesicht. So, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Gesichtsmaske angelangt. Und zwar habe ich hier diese wunderschöne Maske, die hatte ich glaube, in einer Box drin. Das ist auch eine Maske, die in die DIY-Maskenreihe bei mir mit reinkommt. Und zwar ist das die Modern Detox and Replumping Mask mit Hyaluronsäure und Niacinamiden, was auch immer das ist. Dann gibt man sich nämlich erst das Vlies wohl auf und dann macht man sich darüber
Die Maske? Oder erst das Serum und dann die Maske? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das noch ganz genau durchlesen. Konzentrat aus der Spritze direkt auf das gereinigte Gesicht auftragen. Ah, bis die Haut gesättigt ist. Ah, gucke mal. Und dann das Vlies drauf. Okay. Ja, ne? Warten wir mal ab, was es so machen wird. Und das soll beruhigen, regenerieren, die Hautbeschaffenheit verbessern und die Schutzbarriere gegen äußere Einflüsse verbessern. Ja, ne? Mit sowas kriegt man mich ja. Ihr Lieben, das war meine Maskensammlung, glaube ich. Ja, alles gezeigt. Wieso war doch gar nicht so lang, oder? Geht. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt mit diesem Video den Auftakt gemacht. Ich wollte euch jetzt nach und nach immer wieder so ein bisschen meine Sammlungen zeigen. Ja, ich schaue mal, was ich so als nächstes euch abdrehe und dann zeige. Schaut gerne bei Instagram, wie gesagt, vorbei. In meinem Instagram-Feed schreibe ich euch dann auch immer, was ich gerade so gedreht habe vielleicht oder was ich noch plane zu drehen. Da seid ihr dann schon ein bisschen gespoilert, so ein kleines Sneak Peek, keine Ahnung, wie ihr das nennen möchtet. Wie gesagt, schaut gerne vorbei, ich würde mich mega freuen. Da zeige ich euch auch ein bisschen mehr, was so in meinem Leben passiert. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen für dich. Ganz doll gedrückt von mir. Entschuldigung. Ja, ich entschuldige mich bei Dingen. Auch bei meiner Softbox. Die muss gehegt und gepflegt werden. ja. Wo war ich? Ja, und für meine Sammlungsvideos werde ich auch eine eigene Playlist erstellen. Die verlinke ich dir hier oben schon mal. Da ist schon mal dieses Video mit drin. Ansonsten hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!